Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wunschpartner-Orakel. Ja, normalerweise mache ich das Wunschpartner-Orakel immer am Sonntag, aber leider habe ich gestern aus privaten Gründen bin ich nicht dazu gekommen, dieses Orakel zu drehen. Deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich das gleich als erstes am Montag. Im Anschluss kommen dann meine privaten Legungen dran, die gebucht wurden. Diese Woche sind wieder sehr, sehr viele dran. Da freue ich mich natürlich sehr. Bei diesem heutigen Orakel stelle ich die Frage, was wünscht sich dein Wunschpartner von dir? Was erwartet sich dein Wunschpartner von dir? Und was sollst du tatsächlich tun? Links ist die Seite, was erwartet sich dein Wunschpartner? Und rechts ist dann das, was die Karten dir raten, was du tatsächlich tun solltest. Ja? Dieses Orakel ist ein allgemeingültiges Orakel. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt hier wirklich das ist, was sich dein Wunschpartner von dir wünscht. Schau einfach, was hier kommt. Wenn du sagst, nee, mir ist das zu unsicher, ich möchte diese Legung doch für mich persönlich gelegt haben, dann kannst du das natürlich gerne tun. Ich biete diese Legung jetzt bis kommenden Montag zum Aktionspreis an. Das heißt, du bekommst, das ist eine Kurzberatung, also man sieht schon, ich arbeite hier mit sehr wenig Karten. Du bekommst diese Kurzberatung als Video um 30 Euro statt 35 Euro. Oder du sagst, du möchtest das per E-Mail haben. Dann bekommst du diese Legung um 15 Euro statt 20 Euro oder jetzt einmalig diese Legung auch per WhatsApp. Große oder größere Legungen als wie, dass ich jetzt hier eine Frage dir auf WhatsApp beantworte, mache ich so nicht. WhatsApp-Legung ist immer so, du stellst mir eine Frage und ich beantworte dir diese eine Frage per WhatsApp. Und ebenso größere Legungen mit Legesystemen und so weiter, die mache ich natürlich per WhatsApp nicht. Aber eben jetzt biete ich dir diese Legung für eine Woche lang auch als WhatsApp-Legung an. In der Infobox findest du den Link, wo du das für dich persönlich buchen kannst. Ja, ich starte jetzt los. Ich beginne jetzt mit diesem Orakel. Ich schaue mir jetzt mal an. Was erwartet sich denn dein Wunschpartner von dir? Und da haben wir zum einen, ich wünsche mir von dir, dass du dich nicht greifbar für mich gibst. Das heißt, dass sich hier dein Gegenüber ja, von dir erwartet, dass du dich ein bisschen zurückziehst und auch um dich mal werben lässt. Ja, dass du eben nicht in die Handlung gehst und dass du ihm sozusagen oder ihr einfach mal so die kalte Schulter zeigst. Ja? Dann haben wir als nächstes, ich wünsche mir von dir eine Affäre. Okay, das ist einfach ganz klar, dass sich dein Gegenüber hier so die klassische Affäre mit dir wünscht, dass du dich zwar nicht greifbar gibst hin und wieder, ja, dass es einfach so zum, sagen wir es mal, Spiel gehört, ja, dass dein Gegenüber hier ja, auch ein bisschen so in die Handlung geht, dass ihm das auch hier gefällt, ja, wenn du dich ein bisschen zurückziehst, wenn du nicht immer gleich drauf anspringst, ja, aber hier geht's schon eher darum, dass sich dein Gegenüber mit dir eine Affäre wünscht, ja, hier geht's nicht so wirklich in Richtung, also in den Wunsch, mit dir in eine feste Beziehung zu gehen, ja, aber wie gesagt, das ist ein allgemeingültiges Orakel, das kann natürlich nicht auf jeden zutreffen. Bei dir in der individuellen kann es natürlich ganz anders aussehen. Ja? Es kann aber natürlich auch sein, dass in der privaten Legung so etwas Ähnliches rauskommt. Ja? Deswegen, wenn du diese Legung für dich haben möchtest, einfach zum Aktionspreis jetzt nutzen. Und es kann natürlich dann wirklich sein, wenn du diese Legung für dich privat buchst, dass dann nochmal so etwas Ähnliches rauskommt. Und dann weißt du, okay, mit dem allgemeinen Orakel, das eben jetzt hier für dich gedreht wird, das war dann auch für dich bestimmt, ja, aber so kann ich dir das eben jetzt hier nicht sagen. Natürlich ist es auch so, falls dein Gegenüber dir schon mal gesagt hat, ich möchte nur eine Affäre, dann gehst du hier höchstwahrscheinlich auch damit in Resonanz. Oder du bist eben jetzt hier so die klassische Affäre, dann gehst du eben damit auch in Resonanz. Dann haben wir, ich wünsche mir von dir, dass du in die Handlung gehst. Okay, und hier haben wir den klassischen Fall. Auf der einen Seite wünscht sich dein Gegenüber, dass du dich nicht greifbar gibst.
Auf der anderen Seite, dass du in die Handlung gehst. Und hier geht es darum, das Gleichgewicht, ja. Und in der Mitte so die klassische Affäre. Also dein Gegenüber wünscht sich von dir zum richtigen Zeitpunkt aktiv zu werden, was jetzt hier diese Affäre betrifft, aber dann auch wieder zum richtigen Zeitpunkt dich zurückzuziehen. Also so das klassische, ja, Katz-und-Maus-Spiel. Aber da geht es hier hauptsächlich um das Sexuelle, um die Affäre sozusagen. Ja, also hier der klassische Fall, das Gleichgewicht zwischen ranziehen und abstoßen sozusagen. Also hier so, ja, das Katz-und-Maus-Spiel. Im richtigen Augenblick in die Handlung gehen, aber dann auch wieder sich zurückziehen, weil das hier wirklich deinen Gegenüber gefällt und ja, so dazu dem Spiel sozusagen dazugehört. Affäre. Ja, also hier geht's, kann ich mir schon denken, in welche Richtung es geht. Dann haben wir, ich wünsche mir von dir, dass du in die Leichtigkeit gehst. Also hier auch, dass du dich hier wirklich mit einer Affäre zufrieden gibst, in die Leichtigkeit gehst. Ja, locker, leicht das Ganze siehst. Dein Gegenüber scheint das hier wirklich auch als Affäre zu sehen, als lockere und leichte Einstellung, und dein Gegenüber scheint das hier wirklich auch von dir zu wollen. Dann haben wir, ich wünsche mir von dir mehr Zuversicht. Also, dass du mehr so optimistischer wirst, dass du einfach sagst, ja, ich lasse mich jetzt hier auf diese Affäre ein, ich schaue jetzt einfach mal, was hier passiert, ja, und eben das Ganze locker und leicht siehst. Und als letzte Karte, ich wünsche mir von dir, dass du meine Gefühle erwiderst. Also, man sieht ja hier jetzt schon, dass es hier nicht nur rein um das Sexuelle geht, ja, um die Affäre geht. Hier sind auf jeden Fall Gefühle da, aber dein Gegenüber wünscht sich jetzt hier hauptsächlich von dir eine Affäre. Ja, wir haben jetzt hier keine Karte, die dafür spricht, dass sich dein Gegenüber hier wirklich eine feste Partnerschaft mit dir wünscht. Es sind zwar Gefühle da, ja, aber es geht jetzt hauptsächlich darum, dass sich dein Gegenüber mit dir eine Affäre wünscht, dass du hier das Gleichgewicht zwischen, also dich rar machen und aktiv werden findest, ja, dass du mehr in die Leichtigkeit gehst, mehr in die Zuversicht, und dein Gegenüber ist vielleicht auch jemand, der sagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal mit einer Affäre, vielleicht kann daraus wirklich auch mehr werden, denn man sieht ja hier schon, dass dein Gegenüber für dich Gefühle hat, aber jetzt so für die nächsten Wochen sich einfach auch noch keine Beziehung vorstellen kann, dass er eher so etwas Lockeres, etwas Leichtes sieht, auch wenn hier die Gefühle vorhanden sind. Das ist jetzt einfach mal das, was sich dein Gegenüber von dir erwartet. Schauen wir uns jetzt an, was du denn tatsächlich tun solltest. Denn nur weil sich das dein Gegenüber erwartet, heißt es nicht, dass du das gleich tun sollst, ja? Deswegen schauen wir hier jetzt in die Lenormand-Karten rein, was du tatsächlich tun sollst. Und hier haben wir die Mäuse. Die Mäuse stehen hier für den Verlust. Für den Teilverlust. Also die Mäuse stehen ebenso für das klassische Hin und Her. Und da geht es ja auch hier bei diesen beiden Karten um das richtige Ausmaß. Du solltest dich aber hier auch ein bisschen zurückziehen, denn die Mäuse nehmen auch immer wieder etwas, ja? Also dass du dich hier schon auch ein bisschen zurückziehst von deinem Gegenüber. Aber nicht zu stark. Der Turm steht ja hier für die Distanz, Rückzug und Trennung. Die Mäuse knabbern hier. Und die Mäuse, das ist eine Karte, die Mäuse geben das, was sie nehmen, gerne wieder zurück. Das heißt, du solltest hier wirklich immer, also dich nicht zu stark abgrenzen. Diese Distanz auch immer wieder aufheben. Also hier geht schon in Richtung das richtige Maß finden, ja, im richtigen Zeitpunkt hier wirklich auch aktiv werden, aber dann sich auch wieder zurückziehen können, ja. Dann haben wir den Park. Der Park steht ja für Verabredungen, Treffen, die Öffentlichkeit, ja. Mit dem Turm ist es einfach so, dass du dich im richtigen Moment öffnest, aber dich auch wieder zurückziehen kannst. Also jetzt nicht zu sehr auf deinen Gegenüber zugehen. Dann haben wir die Sterne für die Klarheit, dass du also hier wirklich auch in die Klarheit gehst, aber auch wirklich sagst, was du möchtest, und dich auch im richtigen Moment wieder zurückziehen, wenn du merkst, okay, da kommen wir so nicht weiter.
Dann haben wir die Wege für eine Entscheidung. Du wirst klar aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und dann haben wir das Buch. Das Buch steht auch so für die Verschlossenheit, ja? Nicht alles von sich preisgeben. Hier wirklich auch sich rar machen. Hier ist es aber so, dass jetzt hier dieses Kartenblatt nicht davon spricht, dass du dich hier wirklich auf diese Affäre einlassen sollst, ja? Dieses Kartenblatt steht einfach dafür, dass du dich hier wirklich auch im richtigen Moment zurückziehst, wenn es für dich nicht mehr okay ist. Ja, dass du klar formulierst, was du möchtest und dich auch dann zurückziehen kannst. Und dafür solltest du dich entscheiden. Du wirst aber jetzt nicht aufgefordert, hier alle Brücken abzureißen oder hinter dir sozusagen abzureißen zu deinem Gegenüber, sondern hier wirklich im richtigen Augenblick, wenn du sagst, nee, bis dahin und nicht weiter, dass du dich zurückziehst, aber dann eben auch immer wieder diesen Rückzug lockerst. Also jetzt nicht so total absperren und alles dicht machen für deinen Gegenüber, sondern du wirst ja aufgefordert, im richtigen Moment dich zurückzuziehen, wenn es für dich nicht mehr okay ist. Ja, aber jetzt so, dass du jetzt komplett den Kontakt zu deinem Gegenüber abbrechen sollst, das liegt hier nicht. Denn wie gesagt, die Mäuse nehmen hier auch immer wieder diese Distanz. Ja, also du sollst zwar hier klar formulieren, was du möchtest, dich auch dafür entscheiden und auch dazu stehen, aber eben dann im richtigen Moment, wenn du sagst, okay, das wird mir jetzt zu viel, bis dahin und nicht weiter, dass du dich eben auch zurückziehen kannst, ja, dass du jetzt nicht alles mitmachst, nur weil dein Gegenüber das jetzt hier so von dir verlangt und möchte, ja, aber du sollst auch hier nicht alle Brücken hinter dir abreißen, klar formulieren, was du möchtest und dich eben dann im richtigen Augenblick, wenn es für dich nicht mehr okay ist, wirklich auch zurückziehen, ohne schlechtes Gewissen, ohne ja, was könnte jetzt der andere denken? Da geht's einfach ums Grenzen setzen, ja? Jemand sollte hier wirklich deine Grenzen wahren und wenn du sagst, das so und so möchte ich es nicht mehr, dann sollst du auch danach handeln und nicht nur sagen, ja? Viele sagen, ich will das so nicht mehr, ich will nicht mehr die Affäre sein und machen es aber immer und immer wieder in der Hoffnung, dass es sich ändert, ja? Dass es sich ändert, hängt von dir ab, ja? Solange du eine Situation mitspielst, wird sich diese Situation höchstwahrscheinlich auch nicht ändern. Du wirst aufgefordert, hier eine Entscheidung zu treffen und dich im richtigen Moment auch zurückziehen und zu dir zu stehen, zu deinen Werten zu stehen. Und wenn es für dich nicht mehr okay ist, nur die Geliebte, die Affäre zu sein, dann ist es auch der richtige Zeitpunkt, sich zurückzuziehen. Wenn dein Gegenüber aber dann auch bereit ist, mit dir zu sprechen, ja, über die Zukunft, dann solltest du diese Distanz wieder lockern, ja. Aber eben nur so in diesem Maß, so wie du es auch wirklich vertreten kannst. Das ist jetzt hier so das, was die Karten dir sagen, was du tatsächlich tun solltest. Ja, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Orakel einen guten Einblick habe geben können. Ich freue mich natürlich auf die nächsten Orakel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao!